Ja, Hallöchen, heutiger Podcast. Die meisten Verkaufsgespräche sind dermaßen schlecht. Also ich habe es gerade eben ein Verkaufsgespräch erlebt, wo ich einfach sage, ey Freunde, es kann doch jetzt echt nicht euer Ernst sein. Wie kann man so, auf gut Deutsch gesagt, so scheiße unterwegs sein, ja? Wie kann man so falsch abbiegen, ja? Dass man 100 Kilometer gegen den Wind schon riecht. Ey, hier geht's nur um Abschluss. Also, was hat sich zugetragen? Ich berichte immer gerne live aus dem Leben aktuell, was ich gerade erlebt habe. Und so kannst du auch für dich wichtige Punkte dir mitnehmen. Und darum bleib dran bis zum Schluss. Also, ich war jetzt bei mir in einem lieben Freund Axel, mein ganzheitlicher Arzt, wo ich schon jahrzehntelang hinkomme. Und wir haben heute eine große Blutprobe gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja, können wir auch mal Omega-3 checken. Ja, da hast du zu wenig. Das ist ganz, ganz klar. Wie alle Leute, die haben zu wenig und so. Also, ja, ist jetzt okay, check es jetzt bitte trotzdem, ja. Es interessiert mich, es ist wichtig für mich. Und ja, ich habe da eine Helferin, die kann dir dazu noch einiges sagen. So, ah, okay, gut, alles klar. Jetzt kommt eine Helferin und habe ich so für mich gedacht, habe mich gefreut und gesagt, ja, die wird mich jetzt richtig schön aufklären. Ja. Die wird mir jetzt einfach sagen, warum das ganz, ganz wichtig ist. Und mega, mega geil. Ja. Also ich war happy, glücklich, weißt du, Messlatte sehr, sehr, sehr hoch. So, und dann kam sie, setzt sich dazu, währenddem die Infusion reinläuft und sagt, ja, ja, da gibt es eine fantastische Firma aus Norwegen, die tun das direkt vor Ort verarbeiten, damit es nicht zum Verlust kommt. Ja, ist okay. Und ja, wichtig ist, am Anfang müssen Sie zwei Flaschen nehmen. Ah, okay, am Anfang müssen Sie zwei Flaschen nehmen, ja. Danach eine Flasche und eine Flasche kostet 39 Euro. Mhm. Und ja, das müssen Sie ein halbes Jahr machen und der Vertrag geht auch ein halbes Jahr. Aha. Okay, alles klar. Also, was ist hängen geblieben? Es gibt eine Firma in Norwegen, die verarbeitet das direkt vor Ort, ja. Das, was die anderen da wegschmeißen beim Fisch, und das machen die. Und daraus machen die dieses wunderbare Omega-3. Und da machen sie noch ein bisschen Olivenöl aus Griechenland, machen sie noch dazu. Okay, alles klar. Und dann gibt es noch Geschmack Richtung Zitrone oder Orange. Und manche nehmen so zu sich und andere tun das mit Wasser verdünnen. Okay, alles klar. So, und ja, ich habe draußen einen Vertrag, den können wir dann gleich unterzeichnen. Sorry, ich hätte da gerne eine Broschüre, ja? Ich wüsste da gerne noch mehr. Ja, da gibt es einen Internetlink, aber den Vertrag können wir trotzdem schon machen. Sage, nee, das machen wir einfach nicht. Schicken Sie mir den Link, wenn Sie keine Broschüre haben. Ja, okay, dann habe ich gesehen, dass er darüber nicht sehr, sehr glücklich war, über meine Ansage hier. Aber ich habe meinen Mehrwert nicht gesehen. Ich habe einfach nicht meinen Mehrwert gesehen, ja? Und das ist doch eigentlich eine traurige Geschichte. So, wie hätte sie es richtig machen können, ja? Wie hätte sie es richtig machen können, ja? So, also, was heißt richtig? So, was hätte sie machen können oder machen sollen, ja? Wie läuft sowas? Okay, also, gut. Sind Sie auch ab und zu müde? Ja, in letzter Zeit schon. Haben Sie manchmal auch das Gefühl, leicht überfordert zu sein? Ja, schon, absolut, ja. Was wünschen Sie sich dann, ja? Ja, ich wünsche mir einfach wieder mehr in meine Kraft zu kommen, ich wünsche mir mehr Energie zu haben und gechillter zu sein. Ja, okay, verstehe. Stresst Sie auch sehr vieles? Ja, ja, mich stresst also einiges, ja. Haben Sie das Gefühl, Ihre Zündschnur ist relativ kurz? Ja, die ist echt relativ kurz, also. Fühlen sich schon länger nicht mehr wohl in ihrer Haut? Das sind so allgemeine Fragen, wo ja eigentlich jeder mit Ja antworten kann, ja? Also das heißt, jetzt haben wir einfach die sogenannte Ja-Schiene, ja? Okay, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, wünschen Sie sich einfach mehr Ruhe? Ja, Sie wünschen sich mehr Gelassenheit? Ja. Sie wünschen sich mehr Power? Ja. Sie wünschen sich mehr Lebensfreude? Ja. Ich sage, wow, das hört sich doch richtig gut an. Also das heißt, Sie wären jetzt auch bereit, zum Beispiel jetzt Omega-3, was sehr, sehr wichtig ist, regelmäßig einzunehmen. Ja, bin ich.
Ja, aber das bringt Ihnen ja ganz, ganz viel. Das haben Sie ja verstanden. Ja, habe ich verstanden. Sind Sie wirklich, wirklich bereit, ein halbes Jahr das konsequent zu nehmen? Dann hätte ich gesagt, ja, warum ein halbes Jahr? Ja, weil es halt schon ein paar Monate dauert, bis das wirklich durchgreifend wirkt, ja. Das unterschätzen die meisten Leute. Ja, ich bin ja nicht die meisten Leute, ich bin ja was Besonderes. Also, ja, habe ich verstanden. Also, das heißt, wenn ich es nochmal zusammenfasse, Sie wären bereit, jeden Tag Ihre Tröpfchen Omega 3 zu sich zu nehmen, um ruhiger zu sein. Bam, 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 bam. Kann sie wieder, da hätte sie mir nochmal alles aufgelistet, ja. Er hat gesagt, ja, ich bin absolut bereit. Gut, wenn Sie möchten, wir können das gleich so regeln, dann bekommt es für ein halbes Jahr. Dann brauchen Sie auch nicht mehr dran zu denken. Dann wird das automatisch geliefert. Das ist ein automatischer Lieferservice, der kostet nichts. Ah, der kostet nichts, das ist aber schön. Ah, da muss ich nicht mehr dran denken. Ah, das ist jetzt aber auch mal schön, ja. Ach so, ja, das heißt, ich bekomme es dann einfach jeden Monat bekomme ich das Paketchen zugeschickt, weiß automatisch, jetzt muss ich das nehmen. Wow, wissen Sie was? Das hört sich wirklich, wirklich gut an, ja. Und dann hätte sie noch gesagt, ja, und wissen Sie, der Preis von 39 Euro für so ein Fläschchen, für all diese coolen Attribute, das ist ja gar nichts. Ja, das stimmt. Schon wieder, ja. So, und dann hätte sie zu mir gesagt, wissen Sie, nachher, wenn die Infusion fertig ist, wenn das für Sie okay ist, tue ich schon alles vorbereiten. Ich fülle das Formular schon aus und dann brauchen Sie nur noch zu unterschreiben, Herr Kramer, dann können Sie auch gleich wieder gehen, weil ich weiß, Sie sind sehr beschäftigt. Und ja, und dann 2-3 Tage später haben Sie es schon und dann kann es schon losgehen. So, weißt du, was ich dann gesagt hätte? Super geil, machen wir, ja? Machen wir. So baut man Verkaufsgespräche auf, ja? Das ist doch eine komplett andere Vorgehensweise, wie einfach dieses Rumeiern, ja. So, das, was sie mir da erzählt hat, ja, ist ja wunderschön. Mich interessiert doch nicht, wie das verarbeitet wird. Mich interessiert so nur, was macht das mit mir, ja. Und mich interessiert doch nicht, das ist die einzige Firma dieser Erde, ja. Da geht es einfach wieder um Produktnutzen. Und das ist doch völlig bescheuert. In erster Linie geht es nicht um das Produktnutzen, es geht darum, was habe ich für einen Nutzen davon, ja. Was habe ich, Ernst Kramri, als Nutzen davon? Was bringt es mir, wenn ich diese Dinge einnehme? Was bringt es mir? Verstehst du? So, und jetzt darfst du einfach mal hier an dieser Stelle echt überlegen, wie verkaufst du? Wie bietest du die Dinge an, ja? Also, die braucht ihr mir gar nichts zu verkaufen. Ich hätte es schon von alleine gekauft. Es geht einfach darum, eine entsprechende tolle Gesprächsführung zu halten, ja? So, und wenn du sagst, boah, das finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Es gibt einmal im Jahr gibt's ein Verkaufstraining, 2,5 Tage, ein intensives Training, wo wir genau diese Dinge üben, ja? Genau diese Dinge. Wie auch du es schaffst, komplett anders unterwegs zu sein, wie auch du es schaffst, Menschen entsprechend zu begeistern. Und wenn du Menschen nicht begeistern kannst, dann hast du schon im Vorfeld verloren, ja. Also Menschen deine Begeisterung rüberzubringen, das ist wirklich allergrößtes Kino. Das ist die Königsklasse. Und wie immer im Leben, es geht darum, alles ist erlernbar, ja. Und wenn ich mir jetzt überlege, auch als Chef jetzt, ja, also als Chef jetzt, ich habe ihm natürlich nichts gesagt, der Maxl, weil das wird er mit Sicherheit nicht verstehen, ja. Er ist ein super geiler Mediziner. Wie viele Kunden hier einfach verloren gehen, indem es einfach nicht richtig aufbereitet ist, ja. Es ist deine Aufgabe, für die Kunden da zu sein. Es ist deine Aufgabe zu schauen, dass deine Mitarbeiter entsprechend geschult sind, entsprechend tough unterwegs sind. Also, ich freue mich auf dich. Nutz die geile Chance, melde dich an, komm zu den Seminaren www.kramri.de/seminare und es wird deine Welt verändern. Tschüss, bye bye, dein Ernst.